Moin, Rüdiger Fuchs, Pastor in Grube, Ostholstein. Ich liebe Gegenstände, zum Beispiel diesen hier. Das ist jetzt ein Glas ziemlich voll mit dunkler Brühe. Aber wenn ich es ein paar Stunden irgendwo stehen lasse, ganz still, setzt sich der ganze Dreck ab. Und oben hast du klares Wasser, kannst du durchgucken. Ich möchte in den nächsten Tagen mit euch über verschiedene Formen des Gebetes nachdenken. Die erste Form des Gebetes ist für mich die Stille vor Gott. Wenn man still wird, wenn man Zeit hat, wenn man nichts mehr sagt, denkt, tucht, plant, sondern einfach da ist, passiert das Gegenteil von dem, was ich eben mit dem Glas demonstriert habe. Das Glas wird mit der Zeit klar, das Wasser darin. Wenn man still wird, kommen manchmal Dinge hoch, die man schon lange verdrängt hatte, die man vergessen hatte. Einem fallen plötzlich Menschen wieder ein, an die man schon lange nicht mehr gedacht hatte. Erlebnisse kommen wieder in den Sinn. Es kann manchmal ganz schön trübe dann werden, weil dann Dinge hochkommen, wenn man endlich still ist, die man am liebsten gar nicht wahrnehmen wollte. Aber die Seele hat daran zu knapsen und das ganze Leben wird dadurch beeinflusst wie ein unbekanntes Rumpelstilzchen, hausend in der Stille, in der Tiefe, im Unterbewusstsein Dinge. Wenn wir vor Gott kommen in der Stille und solche Dinge hochkommen, können wir mit ihm darüber sprechen, darüber weinen, was zu Papier bringen. Oder, wenn es sehr drückt, warum nicht deinen Seelsorger anrufen, einen lieben Freund anrufen oder jemanden, den du im Haus hast, mit ihm drüber reden. Nur nicht über Dinge, die Stress machen und Streit machen. Darüber soll man erstmal nachdenken und ruhig werden, da auch nichts zu Papier bringen oder per E-Mail rausschießen, sondern ganz einfach warten, bis die Gelegenheit gut ist zum Gespräch. Es kann aber auch sein, dass einfach tolle Erlebnisse in Erinnerung kommen, die du längst vergessen hast. Menschen, die dir ganz viel bedeuten. Schöne Erlebnisse am Tag, die du gehabt hast. Dann dank dafür. Sei fröhlich vor Gott. Und wenn du es kannst, ich schnapp mir manchmal eine Gitarre, dann singe ich ihm ein fröhliches Lied oder auch ein trauriges Lied, wie auch immer. Aus der Stille heraus können ganz persönliche Gespräche mit Gott entstehen. Die Seele mit ihm, du mit Gott. Es gibt noch viele andere Wege, mit Gott zu reden und ins Gespräch zu kommen, aber die Stille am Anfang ist wunderschön. Ein Vers, der mir dabei immer hilft, ist Psalm 62, Vers 2 bis 3. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Gott segne dich beim Kontakt aufnehmen mit dem Allerhöchsten.